Ja, hi. In diesem Video möchte ich ganz gerne einen Ausblick wagen, wie es mit diesem Kanal im nächsten Jahr weitergeht. Und naja, um überhaupt zu wissen, wie es weitergeht, sollte man vielleicht auch einfach mal einen Blick in die Vergangenheit wagen und was ist in diesem Jahr los gewesen, was hat gut, was hat weniger gut geklappt. Und ich glaube, in Bezug auf diesen Kanal kann ich nur sagen, es ist so unfassbar gut gelaufen. Also wenn ich mir allein anschaue, wie viele wir mittlerweile sind, 1470 sind wir mittlerweile in dieser Community. Und ja, das, was ihr aus diesem Kanal macht, ist wirklich grandios. Ganz viel Austausch unter den Videos, ganz viele Tipps und Tricks. Ich habe auch ganz, ganz viel lernen dürfen. Ich habe Dinge erfahren, hatte ich vorher überhaupt noch nie gehört. Also da nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal hier, ich sag mal, Leben einhauchen. Ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür. Ich wünsche mir natürlich, dass das im Grunde im nächsten Jahr einfach nahtlos weitergeht. Aber bei euch habe ich da eigentlich gar keine Befürchtung. Bei mir allerdings muss ich sagen, ist das Jahr 22 nicht so gewesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hätte viel mehr Wanderungen zeigen wollen, aber das hat bei mir leider zeitlich gar nicht geklappt. Ich gelobe Besserung. Und naja, ich sag mal, die Wanderung, die ich jetzt 22 schon geplant hatte und leider nicht gemacht habe, die haben ja kein Verfallsdatum. Das heißt, die Planungen sind abgeschlossen. Am Ende des Tages brauche ich sie nur noch umsetzen. Und das nimmt schon mal einen großen, ja, ich sag mal, das macht schon viel aus, weil nur die Wanderung an sich, das geht relativ schnell. Die Planung im Vorfeld, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, gerade auch wenn es in Gebiete geht, die man halt noch nie gesehen hat. Und das ist halt auch so ein kleiner Hinweis. Ich bin im Grunde 22, wenn ich unterwegs war, nur im Siebengebirge unterwegs gewesen. Ich habe da mittlerweile auch so gut wie alles abgegrast. Das heißt aber nicht, dass es rundherum um das Siebengebirge nicht auch noch schöne Stellen gibt. Und ich möchte auch von da gerne mal einen Ausflug wagen Richtung Teutoburger Wald. Das wird tatsächlich eine etwas schwierigere Tour, weil es einfach von mir aus gesehen, von meinem Ort, wo ich lebe, einfach ein ganz Eckchen weg ist. Und da ich ja nur, in Anführungsstrichen, nur an Wochenenden bzw. an verlängerten Wochenenden unterwegs sein kann, muss man da schon gucken. Also es macht dann relativ wenig Sinn, ich sag mal, 7 Stunden Fahrt in Kauf zu nehmen, um dann ja den Rest des Tages plus am nächsten Tag dann schon wieder die Heimreise antreten zu müssen. Da bin ich mit der Planung noch nicht so ganz durch, aber ja, Teutoburger Wald, das ist schon für nächstes Jahr auf jeden Fall mein Ziel. Ich habe da schon sehr viele sehr interessante Sachen markiert und ja, die will ich natürlich sehen. Dann, was ich eigentlich auch vorhatte, war natürlich das Fortführen meiner Reihe Bushcraft für Anfänger. Auch dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Heißt aber, ich habe da noch Stoff für nächstes Jahr. Und die führe ich auf jeden Fall weiter. Was ich auch geplant habe, ist, und zwar war das gar nicht so sehr meine Idee, sondern die kam dann eher so von euch. Ich hatte da nur mal einen schwachen Moment und habe dann gesagt, ja, könnte ich ja machen. Und dann gab es die Antwort, ja, mach mal. Jetzt bin ich natürlich in der Pflicht. Mit anderen Worten, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte unter meiner Vorstellung vom Trangia Sturmkocher, habe ich gesagt, boah, ich könnte ja auch mal was kochen. Wer hätte denn da Interesse dran? Ja, und jetzt bin ich halt, wie gesagt, in der Pflicht. Habe mir überlegt, was machst du denn da? Ich habe mir schon eine Strategie überlegt. Und zwar möchte ich eigentlich nicht nur den Sturmkocher vorstellen, beziehungsweise mit dem kochen, denn ich habe ja mehrere Kochsets. Das heißt, ich habe im Grunde vor, für jedes Kochset mehrere Gerichte vorzustellen, die ihr natürlich auch ganz einfach nachkochen könnt. Nicht nur, ich sag mal, große Kochvorhaben fürs Lager, sondern auch für Wanderungen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Womit rüste ich mich aus? Womit bin ich unterwegs? Und
Das, glaube ich, wird auch nochmal, also auch für mich, eine sehr spannende Herausforderung. Was sehr gut lief, muss ich sagen, das war alles, was mit Ausrüstung zu tun hatte. Also meine Ausrüstungsvideos waren im Grunde, ja, anders. Meine Ausrüstungsvideos haben mir ganz viel Erfahrung gebracht, denn ich habe ganz viele Dinge in die Hand bekommen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und naja, ihr habt nicht alles gesehen, was ich in den Fingern hatte, weil auch einfach viele Dinge, die mir zugeschickt wurden, ja, hört sich immer so hochtrabend an, aber am Ende einfach mir nicht genügten. Ich habe Kleidung zugeschickt bekommen, alter Falter. Also da gibt es tatsächlich Videos im Netz, wo ich mir denke, okay, also anscheinend habe ich ein völlig anderes Produkt als das, was ich da gesehen habe. Da konnte ich jetzt nun wirklich bei bestem Wissen und Gewissen halt kein Video zu machen und deswegen habt ihr es einfach auch nicht gesehen. Ich werde versuchen, nicht nur in diesen hochpreisigen Bereich zu gehen, sondern halt auch wirklich mal ein bisschen was für Low Budget, vielleicht auch einfach für das Hobby, was halt nicht einen Großteil eurer finanziellen Möglichkeiten verschlingen soll und ja auch im Grunde auch gar nicht muss. Also es gibt ja auch sehr viele Dinge, da habe ich auch schon einige vorgestellt, die kostengünstig sind und trotzdem einfach das liefern, was man braucht. Abstriche muss man, glaube ich, dann einfach in Kauf nehmen, aber die sind in der Regel, und so habe ich es halt immer gemacht im letzten Jahr, die mussten dann so gering sein, dass ich sage, hey, kann man trotzdem super mit leben. Ein gutes Beispiel, ich hatte da eine Stirnlampe vorgestellt, die bei weitem aus günstiger war als ja, die, die ich quasi immer mit auf Tour habe, die aber trotzdem einfach was kann. Und den Abstrich, den ich da einfach gemacht habe, war, es gibt halt kein USB-C, sondern immer noch USB-A. Wenn man ganz ehrlich ist, zum Aufladen, ja, aktuelle Technik ist das natürlich nicht, aber am Ende, ich glaube, es gibt ganz viele Geräte, die ihr so zu Hause rumfliegen habt, die auch immer noch USB-A habt oder diesen Mini-USB. Und da denke ich mir, da kann das dann für Outdoor auch nicht so schlimm sein, wenn man das dann halt an seinem Gerät hat. Das, was ich auf jeden Fall mehr machen möchte, ist tatsächlich halt Wanderung. Wie gesagt, die sind leider letztes Jahr viel, viel zu kurz gekommen, hat 1000 Gründe, aber das habe ich mir tatsächlich vorgenommen, das wird in diesem Kanal ein bisschen mehr werden. Alles andere, ganz ehrlich, und das ist jetzt mein Ausblick und mein Fazit vom letzten Jahr, ich werde eigentlich nur kleinere Verschiebungen machen von dem Content, was ich halt euch liefere. Es gibt natürlich Ausrüstung, weil es mir einfach auch unheimlich viel Spaß macht. Dann natürlich werde ich meine Reihen fortführen. Ich werde ein paar neue Reihen beginnen und ja, mehr laufen. Weil, und ich glaube, das ist ja auch etwas, was ein Outdoor-Kanal einfach ausmacht. Outdoor sehen. Nicht nur, ich sag mal, die Sachen dafür, sondern halt auch die Sachen wirklich im Einsatz. Und das, Hand aufs Herz, Indianer-Ehrenwort, versprochen, das wird in diesem Kanal einfach einen kleineren, schwereren Schwerpunkt haben werden. Kriegen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Lange Rede, das, was mich umtreibt, ist einfach Danke zu sagen. Danke für dieses tolle Jahr 2022 und auf ein noch tolleres Jahr 2023, glaube ich, können wir uns alle freuen. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt die Festtage, denn Weihnachten liegt, wenn ihr das Video seht, hinter uns. Ich hoffe, ihr habt die Festtage gut überstanden, könnt euch noch von der Couch in die Horizontale bewegen, um halt auch mal rauszugehen, weil, machen wir uns nichts vor, am Ende ist es halt Geschenke auspacken, futtern. Abgelöst von Geschenke auspacken und weiter futtern. Und irgendwann sind die Feiertage rum und man denkt sich, lecker war's ja, aber passen tut da nichts mehr. Und ja, der Übergang ins neue Jahr, neues Glück.
Ich wünsche euch viel Gesundheit. Ich glaube, das können wir in diesen Tagen alle gebrauchen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und ihr natürlich auf diesem Kanal eure Treue haltet oder diesem Kanal die Treue haltet. Und ich habe da noch einen guten Vorsatz, so als Vorschlag an euch. 13,4% aller die meine Videos gucken, sind nur Abonnenten. Leute, was ist da los? Die große Masse guckt wiederkehrend meine Videos und dann? Also, Vorsatz fürs neue Jahr. Da unten ist irgendwo abonnieren. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Ciao.